Nein, Kiddo. In diesem Augenblick bin ich im höchsten Maße masochistisch. Ja, und masochistisch fühle ich mich auch meistens, wenn wir hier Filme machen, beziehungsweise Videos. Aber das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Wir sind nicht im zweiten Teil der Filme, wir sind wieder bei einer Buchvorstellung. Und das war ein Filmzitat von Kill Bill, Quentin Tarantino. Und zur Einleitung, da fragt Bill Kiddo, die am Boden liegt, blutüberströmt an ihrem Hochzeitstag, schwanger noch dazu: Findest du, ich bin sadistisch? Und da lohnt sich natürlich mal der Blick in den Duden, was der dazu sagt. Der hat da zwei Varianten. Das erste ist Variante, bei der Lust durch quälende Sexualpartners, der Sexualpartnerin entsteht. Und die zweite Variante, Lust am Quälen Grausamkeiten. Das passt natürlich außerordentlich gut in den Film rein. Und Sadismus, du bist sadistisch, ja, das ist ein ganz herkömmlicher Sprachgebrauch. Aber dahinter steht natürlich ein Schriftsteller und die meisten von euch, die werden den auch namentlich kennen. Das ist der Marquis de Sade. Krimineller, Amoralist, lüsternder, Pornograf oder Querdenker seiner Zeit, verkannte Genie. Es trifft wahrscheinlich relativ viel auf ihn zu und letztlich wahrscheinlich doch so wenig. Aber er ist der Mann, über den ich heute mit euch reden möchte. Und da das ein großes Thema ist, dachte ich mir, nehme ich mir ein kleines Bier. Das ist noch das, was vom Wochenende übrig geblieben ist. Ich hatte einfach Bock auf Helles. Bock auf Helles. Nicht Helles auf Bock, sondern Bock auf Helles. Und es ist im Kühlschrank geblieben. Also diese Lust, diese unglaublich unbändige Lust, die war wahrscheinlich immens bei mir. Unglaublich, dafür brauche ich tatsächlich das große Glas. Damit hätte ich einfach nicht gerechnet. Prost auf euch. Willkommen, falls ich es noch nicht gesagt hatte, aber das Filmzitat war einfach wichtiger als eine gute Begrüßung. Das seht ihr hoffentlich ein. Prost. Ja, wenigstens taugt es auf jeden Fall. Bayreuther Helm. Ja, mit vollständigen Namen heißt er Donatien Alphonse François Comte de Sade oder auch besser bekannt einfach nur als Marquis de Sade. Er wurde geboren am 2.6.1740 in Paris. Sade, das ist ein altes französisches Adelsgeschlecht aus der Provence. Sein Großvater bevorzugte den Titel Marquis, sein Vater Comte. Er nahm später dann Marquis an. Er war Offizier im Siebenjährigen Krieg, errang dort einige Auszeichnungen. Währenddessen arrangierte sein Vater eine günstige Hochzeit. Eine günstige Hochzeit deswegen, weil sie ihm zu sehr viel Reichtum verhalf. Und den Reichtum, den nutzte er, um ein ausschweifendes Leben zu führen. Und wenn man sagt Marquis de Sade und ausschweifendes Leben, da geht natürlich gleich relativ... Da springt das Fantasiekino auf jeden Fall an. Da kann man sich schon in etwa was denken. Und ich bilde mir ein, stellt euch das Perverseste vor. Und es würde wahrscheinlich sogar stimmen. Wer weiß. Auf jeden Fall hat das mehr und mehr Kreise gezogen. Es wurde bekannter und er wurde dann im Zuge gotteslästernder Taten, die er da verlangt hatte, auch das erste Mal verhaftet von einem Inspektor, der ihn dann die nächsten 25 Jahre auch immer mal wieder phasenweise bekleidete. Den Höhepunkt hat es aber im wahrsten Sinne erreicht, als er beschuldigt wurde, zwei Sexgefährtinnen betäubt zu haben, gegen ihren Willen und zum Analverkehr gezwungen hat. Daraufhin wurde er ins Gefängnis gesteckt, aber er floh vorher mit seiner Schwägerin nach Italien. Da seine Schwiegereltern aber recht hohe angesehene Tiere waren in Frankreich der damaligen Zeit, konnte ein königlicher Erlass geltend gemacht werden und eben jener Inspektor Marais, den ich vorhin schon mal erwähnte, der führte ihn dann nach Frankreich zurück. Er wurde ins Gefängnis gesteckt, erneuter Fluchtversuch, er wurde in die Bastille gesteckt, der Staatstrakt von Paris damals ist ja ziemlich bekannt, und als er dann hinter den Gitterstäben vorlugte und den Demonstranten vor der Bastille, denn es war ja genau diese Zeit der Französischen Revolution, entgegenrief, dass in dem Gefängnis die Gefangenen gequält und abgeschlachtet werden. Daraufhin steckte man ihn ins Irrenhaus.
Die Todesstrafe konnte noch abgewendet werden. Im Zuge der Französischen Revolution kam er frei, bekleidete dann sogar politische Ämter und wurde Revolutionsrichter. Witziger Nebenfakt. Als Revolutionsrichter rettete er seine Schwiegereltern vor der Guillotine. Und das war genau das, was man nicht wollte, denn er galt dann als zu moderat und wurde wieder zum Tode verurteilt und wieder zur Haft, was wieder nicht vollzogen werden konnte, da Robespierre gestürzt wurde und dementsprechend neue Machthaber waren. Die da wären zum Beispiel Napoleon. Und der fand die Schriften, vor allem Justine und Juliette, sehr makaber und moralisch verwerflich, weswegen alle Bücher von ihm verboten worden sind. Er und sein Verleger wurden inhaftiert. Der Verleger kam nach 24 Stunden wieder frei, weil er sagte, wo die ganzen Exemplare versteckt seien. Einmal mehr hat sich der Marquis also in Gefangenschaft befunden und aus der kam er auch nicht mehr frei. Er hat sich dann wohl noch irgendwie an Häftlingen vergriffen. Man konnte bewirken, dass er in eine humane Irrenanstalt dann eingewiesen werden konnte. Es konnten dort auch sogar Theaterstücke aufgeführt werden. Sei es drum, das war auf jeden Fall seine letzte Station und das war die Irrenanstalt Grandton-Saint-Maurice, ganz in der Nähe von Paris, wo er am 2.12.1814 starb. Also genau heute, wenn das Video online geht, vor 207 Jahren. Ja. Das war mir den Gag und die Upload-Verzögerung auf jeden Fall wert. Heute möchte ich mit euch sprechen über die revolutionären Schriften des Marquis. Denn in der Gefangenschaft in der Bastille hat er einen großen Drang verspürt. Wahrscheinlich, weil er körperlich eingeschränkt war, hat das seine Fantasie so sehr angeregt, dass seine bekanntesten Werke geschrieben worden sind, unter anderem die verrufenen Justine, Juliette, wahnsinnig viel Material geht auf diese Zeit zurück, wo er in der Bastille gefangen war. Heute geht es um die revolutionären Schriften. Doch zuvor nochmal die aktuellen Bezüge, die ich gefunden habe. Da habe ich zum Beispiel im Generalanzeiger, da gibt es eine Vorstellung der Theaterreihe zwischen Lackschuh und Lippenstift. Das ist ein 15-Jähriger, da gibt es auch gar nichts zu lachen. Zwischen Lackschuh und Lippenstift. So, bring mich nicht aus dem Konzept. Das bietet ein breites Programmspektrum und natürlich auch mit Texten vom Marquis de Sade und dadurch ist es auch erst ab 18. Deutschlandfunk Kultur hat sich in einem Beitrag Gegner der Tugend um den Marquis und um die Kontrastierung von ihm und der historischen Figur, Mythos, historische Figur und die Denkweisen des Marquis auseinandergesetzt. Persönlich fand ich aber am interessantesten und irgendwie auch am witzigsten den Bayerischen Rundfunk. Denn da heißt der Beitrag Steuersparen mit Sade. Und ich erzähle euch ganz kurz, worum es geht. Der Marquis de Sade hat in seiner Gefangenschaft ein Manuskript geschrieben. 120 Tage in Sodom. Wurde auch einmal verfilmt von Pasolini. Der wiederum wurde auch das letzte Mal im letzten Video erwähnt, wo es um die Filme ging, Vor mir der Süden. Und dieses Manuskript hat er versteckt. Das wurde gefunden, wurde weiterverkauft, bis es sich letztendlich jetzt im Privatbesitz befindet. Der Marquis de Sade ist aber mittlerweile ein großer Nationalheld, deswegen hat der Staat Frankreich das Manuskript als Nationalschatz eingestuft. Und diese Einstufung, das wusste ich auch nicht, bedeutet, dass derjenige, der im Eigentum dieses Manuskriptes ist, es nicht weiterverkaufen darf. Das heißt, er gibt es entweder ab an den Staat, verkauft es an den Staat oder behält es. Es gibt keinen Handel mehr dazwischen. Okay, dann wird sich derjenige gedacht haben, mache ich da nochmal Geld raus, 4,5 Millionen. Der französische Staat sagt, das ist vielleicht doch ein bisschen viel und will das subventionieren, will, dass sich viele Firmen daran beteiligen, um in diesen Spendentopf zu sammeln. Und im Gegenzug verspricht der französische Staat diesen Firmen, die sich an dieser Rückholaktion des Manuskriptes beteiligen, Steuerersparnis. Und das ist insofern witzig, als dass es in dem Buch um Steuerhinterzieher geht, die sich damit ihr ausschweifendes Leben finanzieren. Deswegen auch der Artikel und der wahnsinnig witzig, hat mich auf jeden Fall fasziniert. Wie bin ich jetzt aber ausgerechnet auf diese Schriften aus der Revolutionszeit gekommen? Es ist so, es gab in Berlin ein
Bücherantiquariat, Bücherei oder Antiquariat Wagner in der Wühlestraße, Berlin-Friedrichshain. Kein Berlin-Aufenthalt, ohne einmal in diesem Antiquariat gewesen zu sein. Aber in Zeiten der guten Gentrifizierung musste das Antiquariat leider wegen steigenden Mieten weichen und nach Köpenick ziehen. Seitdem kam ich leider auch nicht mehr dorthin. Aber ich habe immer sehr gern darin gestöbert. Und einmal lief mir dieses Buch über den Weg. Marquis de Sade, Der Mensch ist böse, ein erotisch-philosophisches Lesebuch. Also wem das nicht anspricht, tut mir leid. Aber mir ging es tatsächlich hauptsächlich um den Namen. Ich wollte einfach wissen, was sich dahinter verbirgt. Und das sind hier insgesamt 320 Seiten. 320 Seiten. Und ich habe immer wieder innerhalb des Buches gedacht, jetzt muss doch mal der Umschwung kommen. Immer wieder dieses Gut gegen Böse. Und hier war wirklich, wie es der Titel oder der Untertitel ja schon verraten lässt, einfach alles abgrundtief böse. Es gab keine Rache. Es war einfach ziemlich trist dadurch. Und man hat keine Befreiung so richtig gespürt beim Lesen. Man wollte und man sagte sich, es kann doch nicht alles schlecht sein, aber in dem Buch war es auf jeden Fall. Und danach habe ich rausgefunden, das sind ja sogar nur Auszüge. Denn im Vergleich dazu ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und hier muss ich sagen, es war genau das Gleiche. Ich konnte es nicht mal dann komplett lesen, weil das ist einfach zu viel. Also wenn der Mensch von heute, der ja durch Fernsehen, durch Filme und logischerweise viel mehr Bücher als damals, schon an seine Grenzen stößt, dann ist das schon eine gewisse Hausnummer. Also Chapeau oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall zum Tode verurteilt oder auch nicht. Ja, aber um diese beiden Bücher soll es nicht gehen. Ich bin dann bei einem weiteren Streifzug im Antiquariat auf diese Schriften der Revolutionszeit gestoßen und habe mir davon erhofft, dass ich ein anderes Gesicht vom Marquis de Sade entdecken werde. Und das ist mir auch gelungen und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten, weil Marquis de Sade hat man ja wahrscheinlich schon im Begriff mit Sadismus gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, das Bild ist sehr eingeschränkt, so war es ja damals bei mir auch. Gut, in diesem Buch selber möchte ich gar nicht viel über den Inhalt verlieren. Das sind Auszüge aus den Schriften, die er in der Bastille geschrieben hatte. Es herrscht eine gewisse Dreiteilung. Der Hauptteil davon ist die Südseeinsel Taormé. Dort geht es um die Bildung eines utopischen Staatsgeflechts, also einfach ein Staat, wie er ihn sich vorstellt. Und das sollte einfach nur ein, also ursprünglich war das gedacht als Bestandteil eines Briefromans, der ist aber meines Wissens nicht fertiggestellt worden. Das zweite ist eine Rede für Maron und für den zweiten Namen habe ich leider vergessen. Maron und Pelletier. Tatsächlich kenne ich nur Maron, das ist ja dieses typische Bild, wo der Mann Maron in der Wanne ist, nachdem er gerade erstochen worden ist und das Blut dann so runterläuft. Und aufgrund von dieser Ermordung ist die Rede entstanden, die der Marquis de Sade auch öffentlich vorgetragen hat. Die ist da abgedruckt und dann sind noch so kleinere Schriften drin. Franzosen, noch eine Anstrengung. Kommt ganz drauf an, wie man spricht, dann kriegt es auch verschiedene Bedeutungen oder Betonungen. Ja, ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal direkt rein. Ich habe hier aus dem Vorwort mal noch ein ganz interessantes Zitat. Und zwar hat er da am 21.01.1795 an seinen Rechtsanwalt geschrieben: Meine nationale Verhaftung, die Guillotine vor Augen, hat mir 100-mal mehr Schaden zugefügt, als es alle vorstellbaren Bastien getan haben könnten. Und das ist interessant, erstmal nationale Verhaftung. Da kommt nochmal dieses Pompöse, es ist nicht einfach nur eine Verhaftung, es ist eine nationale Verhaftung, fast wie es eine nationale Tragödie auch sein kann. Und man muss sich immer vor Augen halten, das, was er hier geschrieben hat, was ich euch vorlese, das sind alle Schriften, wo er eben genau diese Guillotine, diese Todesstrafe vor Augen hatte. Und das ist natürlich auch der Kernpunkt, gegen den er die ganze Zeit wettert. Das Strafmaß, was er einfach für sich ungerechtfertigt findet. So, fangen wir mal an, was ich hier als erstes rausgesucht hatte. O du, den ich vielleicht nie wiedersehen werde, du, den ich dem Glück der Nation, die mich adoptiert hat, zum Opfer bringe, lerne die Welt kennen, mein Sohn, übernimm von allen Völkern der Erde, was dir für das Glück deines Volkes am vorteilhaftesten zu sein scheint. Tu es,
der Biene nach, umschwärme alle Blumen und bring nur den Honig heim. Unter den Menschen wirst du viel Torheit, gepaart mit ein wenig Weisheit finden, einige gute Leitgedanken, vermischt mit abscheulichen Absurditäten. Bilde dich, lerne deine Mitmenschen kennen, bevor du sie zu beherrschen wagst. Der Popo der Könige soll dich nicht blenden, sieh ihn ins Herz, unter allem Pomp, der ihre Mittelmäßigkeit, ihren Despotismus und ihre Unverschämtheit verschleiert. Ja, das ist die Rede von Tsame, das ist der König von dieser Insel. Natürlich wird das dann inhaltlich stark zurechtgebogen. Die kommen auf die Insel, haben da nur eine Zwischenlandung, das Schiff muss repariert werden. Und in der Zwischenzeit führt er ihn ein in das Staatsgebilde. War natürlich davor in Frankreich, deswegen kann er die Sprache und kennt sich auch in Europa bestens aus. Das wirkt natürlich konstruiert. Das muss man verzeihen, zugunsten dessen, was die Idee dahinter ist. Überall gewahrte ich viele Laster und wenige Tugenden. Überall sah ich, wie Eitelkeit, Neid, Geiz und Unmäßigkeit den Schwachen, den Launen des Mächtigen dienstbar machten. Überall konnte ich die Menschen in zwei Klassen unterteilen, die in gleicher Weise zu beklagen waren. In der einen befand sich der Reiche, ein Sklave seiner Genüsse, in der anderen der Unglückliche, ein Opfer des Schicksals. Nie bemerkte ich in einer Klasse das Sterben, das Streben, besser zu sein, nie in der anderen die Möglichkeit, besser zu werden, als ob beide nur an ihrem gemeinsamen Unglück arbeiteten und nur darauf erpicht seien, ihre Fesseln zu vervielfachen. Immer sah ich die Reicheren ihre Fesseln durch die Verdoppelung ihrer Wünsche verstärken, die Ärmeren gekränkt und verachtet, von ihnen nicht einmal die notwendige Ermutigung empfangen, auf das Gewicht ihrer Bürde ertragen zu können. Ich fordere Gleichheit. Man bezeichnete sie mir als Wahngebilde. Ich merkte bald, dass sie verwarfen, hatten etwas dabei zu verlieren. Von Stund an hielt ich sie für möglich. Was sage ich? Von Stund an hielt ich sie allein für das Glück eines Volkes. Und das relativ kurz vor der Französischen Revolution. Das sind natürlich schon ziemlich starke Worte, die man von einem Marquis de Sade nicht unbedingt erwarten würde. Und das Ganze, diese ganze Insel von Taumé, die liest sich, als ob die ein Unschuldiger geschrieben hat, eine reine Seele, der an das Gute im Menschen glaubt. Und ich sage das vor uns, bei diesem Stapel, wer den durchgelesen hat, der glaubt danach selber an gar nichts mehr, aber garantiert nicht an das Gute. Werden Sie mir zugeben, dass ich den weisen und großen Leitgedanken der persischen Gesetze erfüllt habe, die dem Richter einschärfen, dem Verbrechen lieber vorzubeugen, als es zu bestrafen? Um einen Menschen in den Tod zu schicken, braucht man nur einen Dummkopf und einen Henker. Um ihn daran zu hindern, den Tod zu verdienen, sind viel Geist und Sorgfalt nötig. Das finde ich ein spitze Zitat, was prima auch den Eingang trifft. Er hat die Guillotine vor Augen, die Todesstrafe. Und er, ja, hinterfragt das natürlich, um selber natürlich auch den Kopf ein Stück weit aus der Schlinge zu ziehen. Und mit dem nächsten Zitat, das führt das quasi einfach eins zu eins fort. Eure unseligen, mangelhaften, barbarischen Gesetze bestrafen nur und besser nicht. Sie zerstören und schaffen nichts Neues. Sie empören und führen nicht auf den rechten Weg zurück. Meint also nicht, ihr könntet den geringsten Fortschritt in der Menschenkenntnis und Führung erzielen, bevor ihr nicht die Mittel entdeckt, die ihn bessern, ohne ihn zugrunde zu richten, ihn veredeln, ohne ihn zu entwürdigen. Am sichersten ist es, so zu handeln, wie ich es tat, verhindert die Entstehung des Verbrechens und die Gesetze entfallen. Bestraft zahlreiche Verirrungen, die die Gesellschaft nicht beleidigen können, indem ihr sie lächerlich macht, und eure Gesetze werden überflüssig. Das ist das letzte Zitat aus dem ersten Teil, den ich herausgesucht hatte. Und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich empfinde, das klingt logisch, das klingt, als ob sich jemand auf jeden Fall auch Gedanken gemacht hatte und nicht nur nach billigen Ausreden für sich selber gesucht hatte.
diese Insel von Taormé ist ein sehr, sehr schönes Bildnis, die mich auch sehr inspiriert hatte. Zu nördlich vom Süden, da ist sehr, sehr viel mit eingeflossen in das Buch, als ich das gelesen hatte. Ja, ich bin jetzt bei der Rede und das sind jetzt die letzten Worte, die er für Maron und Pelletier hat. Von einem Ende der Welt zum anderen werden sich alle Nationen um die Ehre streiten, mit dem französischen Volk verbündet zu sein, statt dem Ausländer frivolerweise unsere Kleidung und unsere Moden anzubieten, werden wir der erstaunten Welt Gesetze, Tugenden und Männer schenken. Und wenn die erschütterten Welten je den gebieterischen Gesetzen, die sie bewegen, nachgeben und zusammenstürzen sollten, so wird die unsterbliche Göttin, der wir Weihrauch streuen, eifersüchtig darauf bedacht, den künftigen Rassen das Volk des Erdballs zu zeigen, das ihr am besten gedient hätte, die neu geschaffenen Menschen auf Frankreich verweisen. Ja, das ist natürlich schon ein sehr, sehr kühner Wunsch. Ja, Franzosen, Tugend, weiß nicht. Ist jetzt nicht mein erster Gedanke. Auf jeden Fall ist er kunstaffin und das bedient er ja auch irgendwie. Franzosen, noch eine Anstrengung, wenn ihr Republikaner sein wollt, ist unterteilt nochmal in verschiedene Sparten. Die Religion, die Sitten sind zum Beispiel welche davon. Und bei Religion kann man sich denken, das ist ein Gewetter gegen den Despotismus des Christentums. Das kann man sich natürlich leicht vorstellen. Wo ist es? Wenn wir das Altertum überblicken, so finden wir den Diebstahl in allen Staatswesen Griechenlands erlaubt und belohnt. Sparta oder Legedämonien begünstigten ihn offen. Einige andere Völkerstämme haben ihn als kriegerische Tugend angesehen. Sicherlich hält er Mut, Kraft und Geschicklichkeit in Übung. Mit einem Wort, alle Tugenden, die für eine republikanische Regierung und folglich für die unsrige nützlich sind. Ich wage nun völlig unparteiisch zu fragen, ob der Diebstahl, dessen Wirkung darin besteht, dass er die Reichtümer ausgleicht, in einer Regierungsform, deren Ziel die Gleichheit ist, ein so großes Übel darstellt. Unzweifelhaft nein, denn er begünstigt einerseits die Gleichheit und macht es auf der anderen Seite notwendig, besser auf sein Hab und Gut zu achten. Es gab sogar ein Volk, das nicht den Dieb, sondern den Bestohlenen bestrafte, um ihn zu lehren, besser über seine Besitztümer zu wachen. Dies führt uns zu weiterreichenden Überlegungen. Persönlich ist das so ein bisschen der Teilbereich, wo es anfängt für mich komisch zu werden. Denn natürlich ist das schlüssig und der zu viel hat, um nicht mal darauf aufzupassen, ja gut, was sollte es ihn scheren, wenn da ein bisschen was umverteilt wird. Das sind ja schon sehr revolutionäre, in Amerika würde man sagen, kommunistische Ansichten, die aber mit einer Begründung daherkommen, die ja jedes Eigentum missbilligen. Und gerade er als Marquis, er, der als Lustknabe durch die Gegend gewandelt ist und sich um Geld eigentlich nie so richtig zu scheren brauchte, hat das ja auch nur, weil jemand das Geld für ihn angehäuft hatte. Man merkt, da ist vielleicht eine gewisse Doppelsinnigkeit auch im Marquis, wie es auch zu erwarten war. Was könntet ihr im Übrigen dem Vergewaltiger entgegnen, wenn er euch zur Antwort gebe, das Übel, das er begangen habe, sei in Wirklichkeit recht belanglos, weil er den Gegenstand, den er missbrauchte, nur etwas früher in den gleichen Zustand versetzte, in den ihn bald Ehe oder Liebe versetzt haben würden. Und da wird's richtig skurril. Er vergleicht also eine Vergewaltigung mit der Ehe und der Liebe, um sich selbst zu rechtfertigen, um seine Taten selbst zu legitimieren. Aber wenn ja, vor wem? Es bekommt einen ganz komischen Beigeschmack. Der Schwabe würde sagen, Geschmäckle. Darauf muss ich erstmal trinken. Das ist aber bei Weiden nicht der einzige Satz, der da drin ist. Es
wird auch oft davon geredet, dass der Marquis de Sade als Vorreiter des Feminismus zählt. Also jeder, der mal ein paar Seiten gelesen hat, der kann dem jetzt nicht guten Gewissens zustimmen. Also seine Gleichheit der Frau beruht sich darauf, dass sie sich jedem Mann hingeben kann. Und dass es da keine Konvention wie eben zum Beispiel die Ehe gibt. Das ist seine Gleichheit der Frau. Aber die Frau kann sich wiederum nicht unbedingt den Mann aussuchen. Das heißt, von Gleichheit ist da, also aus meiner beschränkten Sichtweise, nicht sehr viel zu erkennen. Frei, wenn er es wollte. Schaffen wir weniger, aber gute Gesetze. Es kommt die auferlegte Es kommt nicht darauf an, die Zügel zu vervielfachen. Es geht darum, die auferlegten Zügel unzerstörbar zu machen. Die Gesetze, die wir erlassen, sollen nur der Ruhe des Bürgers dienen, seinem Glück und dem Glanz der Republik. Wenn ihr aber den Feind aus eurem Lande verjagt habt, Franzosen, so wollte ich nicht, dass der Eifer, eure Prinzipien auszubreiten, euch weitertriebe. Nur mit Feuer und Schwert könnt ihr sie bis ans Ende der Erde tragen. Bevor ihr solche Entschlüsse fasst, erinnert euch an den Misserfolg der Kreuzzüge. Glaubt mir, wenn der Feind auf der anderen Rheinseite stehen wird, so hütet eure Grenzen und bleibt zu Hause. Hebt euren Handel, gebt euren Manufakturen neue Kraft und neue Absatzmärkte. Führt eure Künste zu neuer Blüte. Ermutigt die Landwirtschaft, die in einer Regierungsform wie der eurigen so notwendig ist. Ihr Auftrag soll darin bestehen, an die ganze Welt liefern zu können, ohne jemanden nötig zu haben. Lasst die Throne Europas von selber einstürzen. Euer Beispiel und euer Wohlstand werden sie bald umstoßen, ohne dass ihr euch darum kümmern müsstet. Und abschließend sagt er oder schreibt er: Alles, was ihr wünscht, kann geschehen, ohne dass ihr eure Heime verlassen müsstet. Wenn euch die anderen Völker glücklich sehen, werden sie dem Glück auf derselben Straße nachjagen, die ihr ihnen vorgezeichnet habt. Ja, was lässt sich darüber denn prinzipiell resümieren? Haben wir gemeinsam den Marquis de Sade mit diesem kleinen Büchlein entschlüsselt? Wohl eher nicht. Es hat einen ganz faden Beigeschmack von der Frage, wie viel Selbstzweck steckt in den Schriften drin und wie viel meint er wirklich ehrlich. Gegenfrage: Muss er es denn ehrlich meinen oder ist es einfach nur wichtig, dass er es geschrieben hat? Oder auch viel grundlegendere Fragen: Was darf man überhaupt schreiben? Und darf man diese Gräueltaten, wie er sie hier in den anderen Büchern geschrieben hat, darf man sowas, solche dunklen Fantasien, darf man das überhaupt schreiben? Und wem kommt da mehr Verantwortung zu? Dem Schriftsteller oder vielleicht sogar dem Leser? Schwierige Fragen. Also ich persönlich habe mir eine Frage gestellt, und zwar, ob diese ganzen Fantasien, die der Marquis de Sade wahrscheinlich hatte, inwieweit er sie dann nun umgesetzt hatte, sei jetzt mal dahingestellt, aber in Anbetracht der Tatsache, dass er einen Großteil seines Lebens in der Haft verbracht hatte, wird schon ein bisschen was dran gewesen sein. War er also der erste und einzige Mensch, der solche dunklen Fantasien in sich hatte? Wohl eher nicht. Das heißt, er hat Grenzen erweitert mit seinem Schreiben. Er hat Grenzen neu gesteckt. Egal, ob das jetzt positiv erstmal oder negativ erachtet wird, er hat neue Grenzen gefasst. Und er hat auch neue Feststellungen zum Reifen gebracht. Denn wenn wir sagen, er ist nicht der Erste und der Einzige, dann sind wir vielleicht auch zu einem Stück weit alle selbst Sadisten. Bis zu einem gewissen Maß, in einer gewissen Situation können wir sadistisch sein. Schadenfreude. Auch irgendwie für mich zum Beispiel eine Grausamkeit, wenn man da einfach über jemanden lacht, der sich da jetzt irgendwie in Zahn ausbricht, weil er auf den Bordstein fällt oder was auch immer man da nimmt. Wir haben diesen Sadismus auch in uns selber drin. Das heißt, wir müssen einsehen, dass das Menschliche auch das Unmenschliche in seiner Ganzheit beinhaltet. Und das ist mir ganz deutlich geworden, als ich den Marquis de Sade gelesen hatte, gerade weil er so viele verschiedene Gesichter auch hat und
man darf das Dunkel da in sich selber nicht verleugnen und sich nur als Lichtgestalt sehen. Ich weiß, das tun die wenigsten, aber die allerwenigsten geben auch zu, dass es da halt noch eine kleine dunkle Seite gibt. Und das sind aber Feststellungen, für die ich dankbar bin, dass ich auf die Marquise de Sade gestoßen bin und dankbar, dass ich ein Buch von ihnen in die Hand genommen habe. Und ja, es hat mich im höchsten Maß erregt und das war ein so schlechter Wortwitz, dass ich jetzt einfach Schluss machen muss. Der war ziemlich mies. Dann Prost und bis zum nächsten Mal.